Verzweifelt ihr auch regelmäßig bei den Wust an Stellaris DLCs bei der Frage, was soll ich mir jetzt nur kaufen, Nerd? Und ich möchte versuchen, ein bisschen Licht in den Dschungel zu bringen. Und es gibt bei Stellaris eigentlich drei große Pakete oder Bereiche von DLCs. Es gibt die offiziellen Content-DLCs, wo auch neue Sachen hinzukommen, fernab von ein paar Spezies. Dann gibt es die Story-Packs, da kommen ja Stories hinzu, die teilweise echt cool sind. Und dann kommen Spezies-Packs hinzu, die euch einfach neue Spezies mit reinbringen in das Ganze. Und in dem Video möchte ich euch einmal auflisten, welche für mich persönlich die besten DLCs sind. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was zu den restlichen Species-Packs und welche davon möglicherweise am besten sind. Also, los geht's. Am Ende des Tages richtet sich natürlich das, was ihr haben wollt, stark nach dem, was ihr braucht. Diese Liste, die ich euch hier zeige, richtet sich natürlich stark nach dem, was ich empfinde und was ich glaube, ist für das Spiel das Beste. Trotzdem versuche ich euch möglichst neutral einige Sachen gegenüberzustellen und auch zu erzählen, warum ich glaube, dass einige DLCs etwas weiter hinten gelandet sind. Und da fangen wir auch schon mit dem Platz Nummer 1 an. Ja, beim Platz Nummer 1 bin ich mir eben nicht sicher. Es gibt in meinen Augen zwei DLCs, die sehr gut sind, die unterschiedliche Bereiche zu spielen umfassen. Es gibt einmal das Federations DLC, das ist das, was wir hier sehen, und das erweitert Föderation. Ihr habt mehr diplomatische Fähigkeiten, ihr könnt den internen Zusammenhalt stärken, ihr könnt mächtige Belohnung für alle Mitglieder freischalten, unabhängig davon, ob ihr eine Handelsliga, Kampfallianz oder eine Hegemonie in der Föderation macht. Ihr habt die galaktische Gemeinschaft, ihr habt einen galaktischen Senat, den ihr mit dem ihr spielen könnt. Ihr könnt Gesetze einbringen und Dinge verändern. Ihr habt neue Ursprünge, ihr habt neue Konstruktionen wie den mächtigen Juggernauten und noch viele andere Dinge mehr. Und dieses DLC geht aber für mich so ein bisschen in Richtung des Friedens. Deswegen gibt es das DLC Nummer 2 auf Platz Nummer 1, das ist Nemesis. Und da bin ich mir eben nicht sicher, welches das Beste ist. Und das Nemesis DLC, in diesem DLC kannst du zur Krise werden. Wer wollte nicht schon immer mal die allmächtige Krise werden? Und der große Vorteil der Krise ist, du bezahlst deine Raumschiffe mit Mineralien und nicht mehr mit Legierungen. Sie werden schneller gebaut, sind dafür allerdings ein bisschen schwächer. Und wenn du das gepaart mit einer guten Mineralienversorgung nutzt und zum Beispiel mit einer relativ großen Raumwerft, kannst du einfach eine unendliche Anzahl an Wellen dem Gegner entgegenwerfen, ohne dass er Zeit hat, neue Raumschiffe zu bauen. Es gibt natürlich auch im Nemesis DLC neue Möglichkeiten für die Spionage. Sternbasen sabotieren, Vermögenswerte erobern, Technologie stehlen und so weiter und so fort. Im Base Game ist die Spionagetechnologie natürlich grundsätzlich enthalten, aber die richtig coolen Möglichkeiten für die Spionage, die kommen erst mit Nemesis. Dann gibt es noch ein paar neue Schiffssets und noch andere Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich entsprechend zur Krise auch zum galaktischen Hüter werden und das Universum vor den dunklen Bedrohungen beschützen. Und das sind die beiden DLCs auf Platz Nummer 1. Das heißt, da geht es so ein bisschen in Richtung der Föderation. Das wäre so die, in meinen Augen, eher so friedlichere Spielweise. Und den Nemesis DLC finde ich einfach extrem cool. Der geht so ein bisschen in die kriegerischere Spielweise. Und gerade auch das Spionagethema hat sich mittlerweile zu einem der Kernpunkte bei Stellaris entwickelt. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dort mehr Sachen zu haben. Und ich könnte persönlich bei meiner Spielweise da auch nicht mehr drauf verzichten. Platz Nummer 3 ist Utopia. Utopia bringt uns eine ganze Menge coole Sachen rein, wie ich finde, aber nicht ganz so wichtig wie bei den beiden anderen. Deswegen bei mir nur auf Platz 3. Es bringt uns Megastrukturen. Unendlich cool. Ihr könnt Dyson-Sphären bauen, Ringwelten bauen und so weiter und so fort. Ihr habt die Möglichkeit, Habitate zu bauen, wenn ihr folgende Situation, ihr habt ein kleines Reich oder ein mittelgroßes Reich, habt nur ein oder zwei Planeten, braucht aber definitiv mehr Platz für eure Leute, dann könnt ihr Habitate bauen und euch dort ein bisschen weiter aufbauen. Dann gibt es die Aufstiegsvorteile, die kommen mit Utopia rein. Und wenn ihr eure Traditionsbäume erledigt habt, könnt ihr mit diesen Aufstiegsvorteilen bestimmte Pfade freischalten oder auch einfach nur bestimmte Sachen freischalten.
Ich persönlich bin ein großer Freund von zum Beispiel sowas wie synthetische Evolution oder Psionik. Das bringt euch, gerade wenn ihr so Menschen spielt, bei der Psionik sehr interessante Sachen mit ins Spiel rein. Dann werden eure Leute halt so ein bisschen psionisch angehaucht. Ja? Gedanken lesen oder Synthetik ist halt die Möglichkeit, dass der Mensch oder die organischen Lebewesen um technologische, synthetische Sachen erweitert werden und somit versuchen, ihre biologische Form zu optimieren. Beides sehr coole Sachen. Dann gibt es Sachen wie, es gibt fortgeschrittene Sklaverei, es gibt neue Regierungsformen und ein paar andere Kleinigkeiten. Alles in allem mit der Dyson-Sphäre, den Habitaten, die durchaus je nach Spielstil sehr wichtig sein können, wie ich finde, auch ein wichtiges DLC. Platz Nummer 4 ist bei mir Apocalypse. Apocalypse bringt uns echt coole Sachen, aber für den jeweiligen Spielstil schon wichtig, aber wie ich finde, nicht 100% wichtig im Spiel, deswegen nur Platz 4. Natürlich bringt er uns sowas wie den Planetenkiller, den Kolossus. Finde ich persönlich nicht so wichtig. Ich spiele selten so Spezies, die so krasse Waffen nutzen. Was ich schon wichtiger finde, sind die Titanen. Die Titanen werden mit Apocalypse endlich im Spiel mit drin sein, auch bei euch. Es gibt neue gewaltfreie Funktionen, die euch ermöglichen. Ja, also es gibt neue Aufstiegsvorteile, neue Staatsbürgerrechte, womit ihr die Möglichkeit habt, euer Imperium so ein bisschen in Richtung gewaltfreie Gewaltfreiheit zu bringen. Wie das jetzt auch immer zusammenpasst mit den Titanen und den Planetenkillern, sei mal dahingestellt. Aber alles in allem eine sehr coole Sache. Für mich persönlich eben gerade aufgrund der Titanen, die mit Apocalypse mit reinkommen, ein sehr schöner DLC, der aber in dem Fall wirklich nur auf Platz 4 ist. Wenn man die Titanen nicht braucht, ganz ehrlich, dann kann man das Ding auch weglassen. Der Overlord DLC. Tja, Overlord ist ein wichtiger DLC und da ist schon wieder die Frage nach der Priorität. Ich persönlich finde Titanen noch ein Tuck wichtiger, weil einfach die Möglichkeiten bei Overlord zwar vorhanden sind, aber nicht schön umgesetzt sind, meiner Meinung nach. Deswegen nur Platz 5. Was macht Overlord? Overlord bringt euch die Möglichkeit, wesentlich mehr mit euren Vasallen zu machen. Ihr könnt spezielle Vasallenrollen machen. Ihr könnt die Galaxie unter euch vereinen. Ihr habt die Möglichkeit, Orbitalringe zu bauen. Ihr könnt Hyperrelays bauen, um schneller zu reisen. Das sind aber, und Quantenkatapulte bauen. Es gibt neue Musik und so weiter und so fort. Das sind alles extrem coole Sachen mit neuen Vasalisierungsmechaniken. Auch wichtig, ihr könnt zum Beispiel Militärspezialisten machen, ihr könnt Technologiespezialisten setzen, dass ihr sagt, hey, der Vasall ist aus irgendwelchen Gründen ein Militärspezialist, der kümmert sich darum. Ihr könnt ein Bollwerk bauen, wenn einer zwischen zwei Reichen ist. Das sind alles wichtige Sachen, um einen Spielstil durchaus zu unterscheiden. Aber und da komme ich zum Problem von Overlord. Die Steuerungsmöglichkeiten, nachdem ihr das eingestellt habt, ist für den Vasallen sehr eingeschränkt. Das heißt, ihr könnt ihm dann nicht spezielle Befehle geben und sagen, hey komm, versuch doch mal in diese Richtung zu streben oder versuch doch mal in diese Richtung zu streben. Ähnlich wie man das jetzt zum Beispiel bei EU4 sagen kann mit, hey greif doch mal da an oder guck dir doch mal das an. Das geht in Overlord in Stellaris nicht, deswegen nur Platz 5. Ein toller DLC mit gerade diesen neuen Vasalisierungsmöglichkeiten, Quantenkatapulten, Hyperrelais, echt teilweise spielentscheidend, aber die Vasalisierungsmöglichkeiten finde ich noch ein bisschen zu schwach, deswegen hier nur Platz 5. Mein Platz Nummer 6, Galactic Paragon, bringt uns auch einige schöne Sachen mit rein, setzt das Spiel ein bisschen mehr diesen Rollenspielcharakter rein, den ich persönlich sehr, sehr, sehr gut finde. Ihr habt neue Ratsmechaniken, die ihr nutzen könnt. Ihr erinnert euch, früher gab es diesen Rat so in der Form nicht. Ihr habt dynamischere Anführer, die ihr nutzen könnt. Ihr könnt eventuell galaktische Helden endlich mal treffen. Auch zum Teil wirklich kann eine spielentscheidende Sache sein, so ein galaktischer Held, wenn der sich euch anschließt und der unheimlich gute Perks hat, kann das wirklich spielentscheidend sein. Sehr schöne Sache. Ihr habt neue Schiffe, die ihr nutzen könnt, neue Storylines, neue Zivilisationen, neue kleine Zivilisationen.
die mit hinzugeführt werden. Alles in allem schöne Sachen, aber wenn man es nicht hat, ist es auch okay. Deswegen nur Platz 6. Ich persönlich mag Galactic Paragons als allumfassenden DLC, der überall ein paar neue Sachen hinzufügt, wirklich, wirklich gerne. Ja, vor allen Dingen auch wegen der Idee, dem Imperium so galaktische Vorbilder zu zeigen und diese ganze Sache mit Helden und mit dynamischen Anführern und all sowas. Ich finde das super toll. Das bringt, weil ich gerade auch so ein Rollenspieler bin, in dieser Richtung wirklich eine ganz neue Möglichkeit rein, auch Let's Plays für mich zu generieren. Deswegen für mich persönlich fast ein Pflicht-DLC, für mich. Aber ich glaube, die wenigsten von euch sind Let's Player. Deswegen für mich nur Platz 6. Wenn ihr Stellaris sehr rollenspielerisch spielt, dann solltet ihr euch das vielleicht näher angucken und das eher ein bisschen weiter nach oben packen. Für mich persönlich, auch aufgrund meiner Spielweise, nur Platz Nummer 7 ist das DLC Megacorp. Ich weiß, es gibt auch bei mir in der Community, die unheimlich gerne Megacorps spielen und die jetzt aufschreien werden und sagen, oh nein, Megacorps muss ganz weit oben sein. Da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Megacorp ist ein DLC, wo man sagen kann, Schnitt, der hat mit den vorigen wenig bis nichts zu tun. Und das ist das Coole an Megacorps und das Schlechte, was heißt nicht schlecht? Also es ist ein DLC, wo ihr stark selbst entscheiden müsst, ob ihr ihn mögt oder nicht. Nämlich bringt es euch Unternehmen hinzu. Megacorps halt, mit dem ihr ganz anders spielen könnt, als mit normalen Reichen. Ihr habt Stadtwelten, ihr habt neue Megastrukturen, ihr habt einen galaktischen Sklavenmarkt und so weiter und so fort. Und das ist ein DLC, wo man sagt, wenn ihr sowas haben wollt, auch als Gegner bei euren Partien solche Unternehmen, die euch eben auch ganz andere Möglichkeiten geben. Ihr müsst Polizei bauen. Ihr müsst darauf achten, dass ihr die Megacorps, wenn ihr sie nicht spät, unter Kontrolle haltet. Ansonsten kann das unheimlich interessante Konstellationen bei einem Spiel bringen. Das heißt, selbst wenn ihr sie nicht spielt, ist es ein unheimlich tolles DLC, wenn ihr sie nur als Gegner dabei habt. Dafür ist es echt gut, ja, muss man ehrlich sagen. Und da trennt sich jetzt auch schon da gehen jetzt auch schon die Meinungen auseinander, wenn ihr sagt, oh Gott, nee, auf so einen Kram habe ich überhaupt keinen Bock, ich will doch einfach nur das Universum erobern, dann ganz ehrlich, dann könnt ihr es auch weglassen. Und deswegen ist es bei mir auf Platz Nummer 7 gelandet. Also bei Megacorp, finde ich, gibt es eigentlich nur, also Megacorp ist eigentlich so ein Schwarz-Weiß-DLC in meinen Augen. Ein, du musst es unbedingt haben, weil du es geil findest, oder ich mag keine Megacorps, ich lasse das einfach sein. Das ist für mich so dieser Megacorp-DLC. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Packs. Es gibt Story-Packs, es gibt Spezies-Packs und davon wirklich eine ganze Menge. Es gibt beispielsweise die Leviantane. Die sind extrem cool als Story-DLC, bringen euch halt Leviantane mit rein, riesige Geschöpfe, die echt Probleme verursachen können. Es gibt Distant Stars, es gibt ein Paket mit altertümlichen Relikten und so weiter und so fort. Es gibt ein First Contact, es gibt ein First Contact Story Pack, die euch auch ganz, ganz viele coole Sachen mit reinbringen, dass ihr mit kleinen Reichen spielen könnt, viel besser interagieren könnt und sowas. Wirklich, wirklich toll. Da will ich allerdings nicht zu tief reingehen, denn das sind wirklich DLCs. Das ist ganz, ganz stark abhängig davon, was ihr wirklich spielen wollt. Bei diesen DLCs guckt euch wirklich mal die Beschreibung dann bei Steam an. Da kann man schwer eine Liste machen, was jetzt Vorteile hat oder nicht. Wenn ihr wirklich Karte anmalen spielen wollt, ganz ehrlich, dann könnt ihr diese ganzen DLCs weglassen. Aber wenn ihr etwas spielen wollt, dann würde ich euch wirklich empfehlen, guckt euch die Sachen an, kauft euch den, der euch am besten gefällt. Und da ist gerade bei diesen Story Packs ganz schwer abhängig davon, was ihr haben wollt. Deswegen kann man da ganz schlecht eine Liste machen. Kauft euch ein Story Pack, spielt das ein paar Mal durch, dann kauft euch das nächste und spielt das ein paar Mal durch, damit ihr wirklich so diese Storylines da drin auch genießen könnt.
Aber wenn ihr kein Story-Mensch seid, ganz ehrlich, dann könnt ihr den ganzen Kram auch weglassen. Und gerade auch bei den Species-Packs ist das ähnlich. Da kann man ganz schwer sagen, das eine ist besser als das andere. Es bringt halt, alle Species-Packs bringen natürlich neue Porträts mit, bringen die Möglichkeiten für neue Spezies mit, bringen neue Perks mit und so weiter und so fort. Auch da kann man ganz schwer sagen, ihr müsst jetzt das haben und ihr müsst das haben. Das kommt auch auf eure Spielweise an, ähnlich wie das bei den Megacorps ist. Wollt ihr sprechende Steine haben, kauft euch das Lithoid Species Pack. Wollt ihr gerne ein paar mehr Gesichter haben für Humanoide, dann kauft euch das Humanoiden Species Pack. Wenn ihr gerne redende Pflanzen haben wollt, kauft euch das Pflanzen Species Pack. Habt ihr gerne aquatische Lebensformen, dann kauft euch gerne die aquatischen Lebensformen Species Packs. Die haben übrigens auch extrem coole Sachen zum Teil dabei. Wollt ihr gerne irgendwelche Giftmonster haben, dann kauft euch gerne das Toxoid Species Pack mit den Rittern des Gifts, die ihr zum Beispiel spielen könntet und all solche Sachen. Da finde ich, kann man ganz schwer eine Liste machen, da wirklich mal reingehen und gucken, was euch am besten gefällt. Da finde ich, also das sind so Sachen, die muss man nicht haben, um das Spiel zu genießen. Man kann sie aber haben, um das Spiel zu genießen, Spezies-Packs und Story-Packs. Ich möchte eine Sache tatsächlich highlighten. Und das ist ein Spezies-Pack. Ihr habt es vielleicht bei meinem letzten Let's Play schon gesehen. Das finde ich unheimlich toll. Und das ist Synthetic Dawn. Und da dreht es sich rund um die Roboter mit neuen Möglichkeiten zu Robotern und so weiter und so fort. Und ich bin ein riesiger Roboter-Fan bei Stellaris. Die können aber auch ganz schnell OP werden, wenn ihr sie richtig nutzt. Weil die Roboter, wo wir wieder beim Thema Megacorps werden, deswegen will ich das hier nochmal highlighten. Wenn ihr jetzt sagt, oh nee, Megacorps habe ich so überhaupt keinen Bock drauf, dann ganz ehrlich, kauft euch mal holt euch die Möglichkeit, auch vernünftig die Roboter zu nutzen, denn Roboter sind von den negativen Folgen dieser Megacorps wenig bis nicht beeinflusst, haben auch die Möglichkeit, auf fast allen Planeten zu siedeln, weil es sind Roboter, uns interessiert das als Roboter nicht, wo welcher Planet welche Eigenschaft hat. Also für mich auch schon für Anfänger gut geeignet, aber hat echt auch Schwierigkeiten, Roboter. Also ich mag Roboter sehr gerne, gerade bei Stellaris zu spielen. Deswegen für mich oder von mir auf jeden Fall nochmal als einziges von diesen Story-Packs und von den Species-Packs Stellaris Synthetic Dawn. Hat auch echt geile Musik, muss ich sagen. Das will ich nochmal highlighten. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Da kriegt ihr gerade für die Roboter ganz andere Möglichkeiten mit rein. Und das ist wirklich ganz toll. Das finde ich wirklich eine sehr schöne Sache. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr für euch am besten findet, wieso. Dann können wir gerne in den Kommentaren darüber mal weiter diskutieren, welche DLCs für Stellaris die besten sind. Und ich hoffe, diese kleine Liste konnte euch helfen, so ein bisschen Licht in den Dschungel zu kriegen. Und wie gesagt, ganz wichtig bei diesen, gerade bei diesen Story- und Species-Packs, da könnt ihr auch gerne mal auf meinen Discord kommen, Link in der Videobeschreibung. Wir haben sehr viele Leute bei uns, die alle DLCs besitzen. Wir machen auch des Öfteren Multiplayer-Partien. Und gerade bei einer Multiplayer-Partie, das vielleicht auch als Tipp, vielleicht auch wenn ihr nicht mit einem bei uns in den Discord kommen wollt, in einer Multiplayer-Partie, wenn ein Partner dieses DLC besitzt, könnt ihr in einer Multiplayer-Partie alle diese Vorteile nutzen des DLCs, einfach mal ein gemeinsames Spiel starten und mal gucken, ist das was für euch, ja oder nein. Das ist die beste Möglichkeit, gerade bei Paradox Games, die DLCs zu testen, indem ihr eine Multiplayer-Partie startet mit eben diesen DLCs. Deswegen vielleicht auch gerne auf den Discord kommen. Wir helfen euch da gerne mit einer Multiplayer-Partie weiter. Und dann könnt ihr die wirklich mal testen und spielen, diese Sachen, und wirklich herausfinden, yo, das brauche ich auf jeden Fall. Also, ihr Lieben, macht's gut, bis zum nächsten Mal.